Jetzt beginnt der Boy schon wieder mit Like auf Video. Das ist nicht zu fassen, es ist echt frech von mir. Aber Leute, Daumen nach oben! Ich grüße euch meine Besten, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Leute, Gangster Pato ist heute am Start. Gleich eins aufs Maul. Mit einer richtig unglaublichen SBC, FIFA 19 SBC. Ich muss einer sagen, großes Lob geht raus an EA. Bei FIFA 19 machen sie momentan alles oder sehr, sehr vieles richtig. Die Bugs und so weiter, die kennen wir alles, sie werden mit Safe noch irgendwie behoben. Aber Leute, was Content, Unterhaltungswert angeht, sind sie sehr, sehr gut momentan. Hier zeige ich es euch, eben UEFA Top-Spiele. Da kriegt man dreimal Champions League, Bayern, Ajax, Neapel, Liverpool. Und hier, das ist mega, mega geil für zwei Tage wiederholbar. Die sind halt untradable, UCL-Player, zweimal blaue Spieler, kann man so sagen. Diese sind tradable, richtig, richtig geil. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter und auf Instagram eure besten Packs schicken oder in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr, sehr neugierig, was ihr so gezogen habt. Und Leute, vergisst nicht den Daumen nach oben zu geben, wie im Intro schon gesagt. Das sind so meine Spieler, die ich liebend gerne ziehen würde. Varane, Ramos, Mbappé, Bale wollte ich sagen, Bale. Also das sind so die, oder Kondogbia. Leute, den möchte ich auch unbedingt ziehen. Und an die kleineren YouTuber, es geht natürlich auch an die großen, mittelgroßen YouTuber. Unten in der Videobeschreibung, letztes Jahr habe ich das schon eingeführt mit den React to Top Packs. Schickt mir gerne eure Top Packs, aufgenommen, angemessene Qualität, am besten auch Facecam. Ich bin sehr, sehr gespannt wieder auf eure Reaktionen, damit ich darauf reagiere. Wird immer alles supported, eben in meiner Videobeschreibung verlinkt und so weiter. Vielleicht hilft euch das weiter, damit ihr Bescheid wisst. Beispielvideo ist natürlich auch verlinkt. Also viel Packluck wünsche ich euch. bdb@gmail.com, das ist die E-Mail-Adresse. Schickt mir einfach eure Packs, eure Packluck, eure Reaction. Und ja, meine Besten, ich würde mal meinen, ich habe hier zweimal schon vorgearbeitet. Okay, Leute, damit ihr mal seht, um was es sich da handelt. Also FC Bayern oder Ajax mindestens 2, Bundesliga oder der Eredivision mindestens 8, selten 4, 78 Bewertung, 85 Chemie. Natürlich ist Mainz, ja, 79 ist es jetzt, 86 Chemie. Also kann man gerne mal, gut und gerne mal abschicken. Genau, das wollte ich sagen, ne? Und Neapel, ich hoffe, da habe ich jetzt keinen Blödsinn gebaut. Ja, da ist das noch das Full-Team. Neapel 2, Liverpool 2, Italien oder England 2. Bewertung 75, Chemie 85. Das können wir auch sehr, sehr gerne abschicken. Bei mir ist hier einiges untradable, deswegen Shaqiri zum Beispiel würde ich sonst niemals abgeben. Habe ich jetzt gemacht. Und Leute, ich hoffe echt, dass wir heute einigermaßen Packluck haben. Wie gesagt, schickt mir sehr, sehr gerne eure Packs. Da habe ich, glaube ich, noch eines vorgearbeitet. Yes, damit ihr einfach mal seht, was die Anforderungen sind. Also genau Gold, mindestens 6 Spieler, Team Chemie 50 und let's go. Alter, ich hoffe echt auf Packluck. Ich hatte wirklich FIFA 19 noch nicht wirklich Packluck. Ich bin gespannt, ob sich das Ganze ändert. Beginnen wir mal sachte. Eben mit diesen Karten. Und was ist da drinnen? Da ist mal kein Walkout. Und ändert sich der Tafel. Auch keine Tafel. Also es geht eigentlich weiter, dass ich kein Packluck habe. Aber ich gönne euch wirklich nur das Beste, nur die besten Packs. Ja, meins war jetzt ein bisschen belastend. Ich kann mir by the way auch vorstellen, dass morgen wieder sowas kommt, ne? Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Einfach mal am Ball bleiben, vielleicht jetzt ein Walkout. Das wäre unnormal. Kein Walkout natürlich, man kennt das. Fuck, keine Tafel. Es geht einfach weiter. Ich habe kein Glück. Aber Inaki Williams sollte noch etwas kosten. Ich hoffe, schauen wir gleich mal. Bakayoko auch am Start. Hier ist schon mal einer von Ajax. Perfekt, okay Leute. Das hat sich schon mal ausbezahlt oder ausgezahlt. Keine Ahnung, egal. Oh, der ist ja ganz, ganz schön gestiegen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Gehen wir ihn für 8 ran. Perfekt. Dann sollte er zumindest gleich weggehen. Aber jetzt kommen die wichtigsten Packs. Und da ich PS4 spiele, bin, wird keine Tafel oder so kommen, weil da noch ein Bug herrscht. Im Shop treten derzeit Probleme auf. Komm, lass es etwas Gutes sein. Lass es doch etwas Gutes sein. Please. Please, please, please. Oh! Wow! 86 Spieler und Arthur. Okay, Leute, damit kann man sich anfreunden. Es werden natürlich keine in meiner Startelf sein. Aber hey, 86 Khedira und Arthur, Alter. Es gibt schlechtere Starts oder so, keine Ahnung. El Sharawi und hier, ja, er hatte ich in meinen ersten Player-Picks. Aber hier, Khedira und Arthur, Alter. Daumen nach oben, 86 Rating und 83 in einem Pack. Feier ich, Leute. Da machen wir natürlich gleich weiter. Come on. Gangster Pato braucht einen guten Spieler. Von Dogpia wäre es so übelst nice. Come on, come on.
Okay, Leute, das Pack ist... Okay, eigentlich schlecht. Egal, machen wir weiter. Come on. Komm, gib mir etwas Gutes. Komm. Diallo, auch nicht schlecht. Aber auch wieder keiner von den überragenden, von den heftigen Spielern. Diallo, ja, kann man lassen. Und jetzt mein letztes Pack, meine Besten. Alle nochmal, wie gesagt, einen Glücksdaumen nach oben. Und wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr gezogen habt. Schickt mir das gerne auf Instagram oder auf Twitter. Alles verlinkt. Und an die YouTuber, schickt euren Link zu dem Video, zu Reaction. Abfahrt, come on, die sind tradable. Bitte etwas Gutes. Ah, naja, Leute, naja. Okay, ist nicht gerade das Beste vom Besten, meiner Meinung nach. Blinz, okay, sehr, sehr schade. Finde ich echt schade, dass da nichts Besseres rauskam. Aber wenn es einen Spieler gibt, den ich mir wünsche, dann ist das auf jeden Fall Kondogbia. Den kaufe ich mir sogar, Leute. Kondogbia kaufe ich mir. 35.000. Okay, Leute, den kaufen wir uns nochmal live. 35.000. Wer ist so einer und kauft und gibt Kondogbia für 35.000 rein? Das ist ja zu krass. Schwierig. Egal, Leute, ich habe mir einen für 60.000 geholt. Kondogbia gehört uns für 60.000. Mit Sicherheit viel zu viel. Naja, schauen wir mal. Vielleicht steigt noch seine Price Range. Mein Kondogbia habe ich mir für 29.000 geholt. Das heißt, so heftig viel Verlust kann ich eigentlich gar nicht machen. Bin gespannt, wie viel ich ihn jetzt verkaufen kann. Aber vorher, wie kann man den um 30.000 anbieten? Also, ich weiß nicht, ob ich das zeigen werde. 31.000 oder so wurde der geboten oder angeboten, ne? Zu krass auf jeden Fall. Ich habe den jetzt einfach so, oha, er hat schon 80.000 Price Range. Ich bin aber froh, dass ich Kondogbia habe. Eine Special Karte, eine weitere Special Karte in meinem Team für die Weekend League. Mega geil. Damit beende ich dieses Video, Leute. Hinterlasst gerne ein Abo, einen Daumen nach oben. Vielen Dank für euren Support, meine Besten. Schönen Abend noch, schönen Tag, egal wann ihr das Video seht. Ciao.